Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Ich habe heute ein Replay vom Panther 1 für euch, von mir selber gefahren, auf der Karte Klippe. Ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, das ist ein Panzerassgefecht, wobei ich am Ende ein bisschen Free Damage kriege und ja, dadurch im Prinzip das Ass mehr oder weniger geschenkt bekomme. Aber darum soll es eigentlich hier in dieser Runde oder in diesem Video nicht gehen, sondern es soll hier eher um gute und um schlechte Entscheidungen gehen. Wir sind wie gesagt im Panther 1, Tier 7 Medium der Deutschen, der mit dem aktuellen Patch 9.17.1 einen Buff bekommen hat und sind hier mit hier. Was zeichnet den Panther aus? Nun, er ist nicht mega mobil als Medium-Panzer. Es ist, sag ich mal, ausreichend. Er hat eine Kanone mit 198 Pen mit AP und 244 mit APCR. Ist also relativ oder eigentlich ziemlich gut ausgestattet für ein Tier 7 Medium. Aber ja, es ist so eine Nähmaschinenkanone. 135 der Alpha und Stock nach Ladezeit von 4 Sekunden. Also relativ ähnlich zum Kometen. Mit dem Unterschied, dass der Komet noch einen Ticken schneller schießt und dafür nicht so viel Pen hat. Ich sehe jetzt hier, dass der Defender, der Emil, der VK alle irgendwie Richtung Mitte auf dem Weg sind. Habe hier direkt auch auf APCR erstmal umgeladen, weil ich gedacht habe, der Emil kommt rüber, aber er kommt nicht. Und hier ist im Prinzip meine erste gute Entscheidung. Ich sehe also, was unser Cromwell da alles aufmacht und weiß, wenn ich da hochfahre, wo ich normalerweise gerne hinfahre, bin ich tot. Ich versuche hier, mich also wieder zurückzuziehen. Der Cromwell hat mir so viel Information gegeben, dass ich weiß, dass über die Heavy Lane, also über die 9er Linie, erstmal keine Gegner zu erwarten sind. Das gibt mir die Möglichkeit, hier in einem großen Bogen eine kleine Schleife zu fahren, um mich irgendwo hinter dem IS-3 da in dem Bereich aufzustellen. Denn der Panther, er hat zwar eine gute Pen, aber 135 Alpha verschaffen den Gegner natürlich auch nicht wirklich viel Respekt. Und auch die Panzerung ist jetzt nicht so gut, dass ich es mit einem Emil 1, einem Defender, einem VK36 und einem VK3002D aufnehmen könnte. Ich muss also aufgrund auch der genauen Kanone von 0,32 Stock ein bisschen aus dem Verborgenen hier in dem Fall spielen. Und suche mir jetzt hier einen Stein mit ein paar Büschen und lasse den TVP und den Cromwell da vorne ein bisschen Spotting-Arbeit leisten. Wir wissen immer noch, dass höchstwahrscheinlich über die 9er Linie nicht viel kommen kann. Maximal der KV-2, der sich vielleicht entscheidet, dann doch da durchzufahren. Aber ich gehe mal davon aus oder bin davon ausgegangen, dass der das alleine nicht machen wird. Der TVP und der Cromwell und vielleicht auch das Nashorn geben mir da jetzt guten Spotting. Ich kann also auf den VK schießen, wobei der VK30 da ja leider nicht so viel von mir abbekommt, denn ich bounce eigentlich nur an dem. Aber der KV-2 wagt sich drüber und dem können wir einfach mitten ins Gesicht schießen und damit auch zum One-Shot degradieren. Hier die Seite vom VK ziehe ich ihm leider nur die Ketten. Oder beziehungsweise noch nicht mal, ich mache ihm nur die Ketten kaputt. Jetzt noch ein Stritzwagen S1 da oben aufgegangen, den habe ich gar nicht hinbekommen, sonst hätte ich ja locker auf ihn schießen können. Ich positioniere mich hier so ein bisschen um und kann jetzt endlich mal auf den VK wirken. Allerdings repariert der und wir können ihm leider nicht noch einen Schuss reingeben. Die Situation ist im Moment relativ klar. Die meisten Gegner sind in der Mitte offen. Am Donut der Emil 1 ist noch offen. Auf der 1er Linie steht irgendwo ein Jagdpanther. Und uns fehlt noch ein T28, ein IKV und ein Stritzwagen und ein IS-3. Beim Stritzwagen habe ich mir zu dem Zeitpunkt schon gedacht, naja, der könnte eventuell auf A5 stehen. Zumindest ich stelle mich da gut und gerne mal hin, um Fahrzeuge, die über die Heavy Lane kommen, also so wie jetzt unser IS-3, frühzeitig aufmachen zu können und bewirken zu können. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, der IS-3 fährt da jetzt vor. Vielleicht könntest du ihn unterstützen. Und hier zu diesem Zeitpunkt ist mir aber bewusst geworden, ha, der Stritzwagen S1, der mit dem anderen S1 im Platoon ist, der fehlt noch. Und ihr werdet es gleich sehen, da oben geht jetzt der andere S1 auf. Wir wussten schon, dass der auf dem Berg ist. Ich mache jetzt wieder eine Kurve und das ist im Prinzip die zweite gute Entscheidung in dieser Runde. Ich fahre nicht mit dem IS-3 und nicht mit dem Cromwell mit, weil ich mich einfach von A5 oder A6 nicht zusammenschießen lassen will. Denn der S1 mit 390 Alpha und 288 Pennen, der wird
mit aller hoher Wahrscheinlichkeit jeden Schuss in uns versenken. Und ich betone das, denn der wird später noch ein Grund sein, warum wir diese Runde nicht überleben. Im Gegensatz dazu habe ich mich jetzt entschieden, den Defender anzugreifen, der da jetzt auch sich ein Stück weit zurückgezogen hat. Ich habe jetzt das APCR geladen, um auch sicheren Schaden auf ihn oder zumindest einen sichereren Schaden auf ihn anzubringen. In die Seite bin ich noch nicht durchgekommen, aber in die schwache Wanne und die schwache Unterwanne kann ich ihn penetrieren. Und das erste Kettenrad bietet er mir an für den Killshot. War alles APCR. Ich wollte einfach sicher gehen, dass ich den Defender rausbekomme. Durch meine Rückwärtsbewegung habe ich ihm auch den Schuss, ja, so ein bisschen vermasselt. Er hat mich einfach nicht getroffen. So, jetzt sehe ich unsere rechte Flanke in Form des IS-3s von uns und dem Cromwell. Die sind da gestorben, wie zu erwarten war eigentlich. Wie genau, habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet. Wie auch immer, sie sind tot. Und der VK3002D versucht uns da jetzt in die Flanke zu fallen. Und ich habe mir gedacht, bevor ich mich um den Emil 1 kümmere, der für mich auch ein gefährlicher Gegner ist, kläre ich erstmal diese Flanke hier ab, um unser Team nicht in eine Zwei-Fronten-Situation zu bringen. Habe ich auch geschafft. Dafür geht jetzt der TVP-VTU gegen den Emil 1 raus. Der hat jetzt noch 470 Hitpoints. Für den brauchen wir also 4 Schuss ungefähr, 3,5 bis 4, je nachdem wie gut oder wie schlecht wir würfeln. Und auf der linken Seite war der T28 und der IKV irgendwo offen. Was immer noch fehlt, ist ein IS-3 und dieser Stritzwagen S1, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe. Unser UDIS fährt jetzt auch auf E9 und hofft, irgendwas aufzumachen, vermute ich, aber das ist in meinen Augen keine gute Entscheidung. Ich stelle mich jetzt hier dem Emil 1. Ich bin ein bisschen davon ausgegangen, dass er hier rumkommt. Da kommt er auch. Ich versuche ihn zu ketten. Leider schaffe ich das nicht. Er haut mir eine Granate rein. Und ich weiß ja, dass es ein Autoloader ist. Deswegen ziehe ich mich jetzt hier auch zurück, um auch das, den Support von dem Nashorn zu bekommen. Den bekomme ich auch. Leider nimmt der Emil 1 das Nashorn raus. Aber das gibt mir die Möglichkeit, den Emil 1 hier rauszunehmen. Das war also die nächste gute Entscheidung. Und jetzt kommen wir eigentlich in diesem Gefecht an den Punkt, wo sich die, ja, sagen wir, eher ungünstigen Entscheidungen etwas häufen. Ich weiß, dass da unten der T28 irgendwo war. Und ich weiß auch, dass der IKV irgendwo unten auf D2, D3 das erste Mal gespottet war. Unser UDIS versucht da jetzt krampfhaft immer noch diesen S1 aufzubekommen, schafft es aber nicht. Hier setzt der T28. Ich lasse ihn jetzt leider gewähren, indem ich hier hochkommen lasse. Ich hätte auch die Option gehabt, einfach auf ihn drauf fahren zu können, hätte mir einen Schuss gefangen, wäre um ihn rum und hätte ihn versucht zu zirkeln. Aber da ich zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, wo der IKV ist und auch nicht weiß, wo die Arti steht, wenn sie nämlich auf A1 steht, kann sie mich da treffen, habe ich mich dagegen entschieden und versuche jetzt hier in einer doch sehr riskanten und ungünstigen Frontalsituation mich mit dem T28 anzulegen, was leider nicht so wirklich erfolgreich ist. Einziger Vorteil ist, dass er höchstwahrscheinlich kein richtiges Ziel von mir findet, beziehungsweise die Kanone nicht runterbekommt. Ich ziehe mich jetzt hier zurück, um ihn ein bisschen hochkommen zu lassen, pinge jetzt auch dahin, dass eventuell die Arti drauf schießt. Wir werden gleich den Schuss sehen. Die schießt dann blind und trifft leider auch nicht. Da schlägt der Schuss ein. Also sie hat maximal Splash gemacht. Unser UDIS hat sich wieder zurückgezogen. Er hat scheinbar gemerkt, dass er dort auf der Linie den S1 nicht aufbekommt. Wie auch, denn der hat eine wahnwitzige Tarnung. Und wenn er nicht gerade schießt, hat man relativ schlechte Karten. So, jetzt denke ich, dass der T28 immer noch hier ist. Und wundere mich aber, dass ich ihn nicht aufbekomme. Traue mich aber ehrlich gesagt auch nicht zu weit vor. Versuche ihn jetzt hier eventuell ein bisschen Proxy aufzumachen, weil ich davon ausgegangen bin, dass er sich da unten irgendwo hingestellt hat und auf mich wartet. Aber ich bekomme ihn nicht auf. Hier kommen wir jetzt wieder an den Punkt einer intuitiv richtigen Entscheidung, denn ich stelle mich Richtung des T28. Er ist ja quasi einmal um den Donut rumgefahren. Da unten ist jetzt auch der IKV offen, aber die Seite wird vom Borsig noch gedeckt, deswegen kann ich mich jetzt wieder zum T28 drehen. Der bekommt auch, ich bekomme hier Spotting Damage. Ich weiß also, dass er relativ weit runter geschossen sein muss mittlerweile. Fahre ihm jetzt hier entgegen, aber
Er ist wieder verschwunden. Er spielt also in dem Fall hier ein bisschen Ringelpiez mit Anfassen mit mir. Und ich weiß halt immer noch nicht, wo der Stritzwagen steht. Und vor allen Dingen haben wir immer noch einen ungespotteten IS-3. Wobei ich zu diesem Zeitpunkt schon vermutet habe, dass der gegebenenfalls AFK sein könnte. Sonst wäre der schon mittlerweile irgendwo auf dem Schlachtfeld in Aktion getreten. Ich denke mir jetzt, dass der T28 wieder von dieser Seite kommt. Da habe ich auch den größten Support in Form des Borsigs und kann mich gegebenenfalls, falls er doch wieder von der letzten Position kommen sollte, nach vorne zurückziehen, was mir natürlich das Problem dann eröffnen würde, dass ich für die Arti offen stehe, was ich hier auch schon tue und gegebenenfalls der S1 auf mich wirken kann. Aber da kommt der T28, geht viel zu spät auf. Er gibt mir einen Schuss rein. Ich kann jetzt endlich seine Kommandantenkuppel penetrieren und ziehe mich jetzt so weit zurück, dass ich dem Borsig die Möglichkeit gebe, den T28 anzugreifen. Da ist jetzt das erste Mal die Artillerie. Er ist offen. Ich sehe, dass er sich dreht. Borsig verschießt, aber ich kann ihn jetzt wunderbar in die Seite penetrieren und damit rausnehmen. Es steht 12-11 und ich weiß, dass das Gefecht zu diesem Zeitpunkt noch lange nicht gewonnen ist. Hier wieder eine gute Entscheidung. Ich habe gesehen, dass die Arti zwar geschossen hat, aber ich stelle mich trotzdem erstmal wieder Arti safe, nachdem ich den T28 rausgenommen habe, um meinen weiteren Fahrweg auch zu verschleiern. Und will mir jetzt an diesem Busch jetzt erstmal einen Spotting auf den gegnerischen Cap zulassen. Und da sehen wir schon, der IS-3 ist AFK. Und jetzt kriege ich quasi hier einiges an Free Damage geschenkt. Kann hier wunderbar den IS-3 in die Unterwanne penetrieren. Da habe ich auch mit AP mit 198 mm Pen nicht die großen Probleme. Er geht jetzt hier mal kurz zu aufgrund des Busches. Ich positioniere mich ein bisschen um. Will das Risiko aber nicht eingehen, durch den transparenten Busch zu schießen. Ich stelle mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen anders hin. Denn ich weiß, wie gesagt, immer noch nicht, wo die Arti steht. Aber ich vermute, dass sie irgendwo auf A1, A2 steht. Der nicht transparente Busch gibt mir jetzt hier die Möglichkeit, dass ich, ohne aufzugehen, auf den IS-3 schießen kann. Trotz der 0,32 Genauigkeit kann ich ihn hier nicht immer treffen und auch der ein oder andere Schuss geht dann mal nicht durch, aber ich will mir die 5 APCR am Ende noch aufheben. Wir kriegen also ein bisschen Free Damage auf den IS-3. Wir waren nicht offen und jetzt kommt im Prinzip die größte Fehlentscheidung von mir, dass ich dieses Gefecht nicht überleben werde. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, ich vermute, dass der S1 auf A5 steht. Fahre jetzt hier an den Büschen lang, gehe auf, bekomme den ersten Schuss von mit 409 Hitpoints in die Seite vom Stritzwagen S1. Ich weiß also zu diesem Zeitpunkt genau, wo das Fahrzeug steht. Und anstatt jetzt mich komplett umzupositionieren und zu versuchen, dann den Stritzwagen aus irgendeiner anderen Position zu spotten, Er weiß genau, von wo ich kommen muss, fahre ich jetzt hier raus, werde gespottet, hier glaube ich noch nicht, doch, genau, mein sechster Sinn geht noch nicht mal an, ich kriege ihn nicht gespottet, er steht da hinten irgendwo mit Tarnnetz und Schernfernrohr und werde von ihm rausgenommen. Ich wusste genau, wo er steht, ich wusste genau, dass wenn ich rausfahre, ich sterbe und tue es am Ende trotzdem. Der Fehlentscheidung oder eigentlich die Fehlentscheidung für mich, dass ich diese Runde am Ende nicht überlebe. Was will ich mit dem Video eigentlich sagen? Spielt auch bis zum Schluss so intelligent, dass ihr das Gefecht nicht nur mit einem Sieg beendet, sondern auch lebend in die Garage zurückkommt. Denn zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob man die Runde nicht auch noch verlieren kann. Gerade weil der S1 da oben ungespottet irgendwo rumsteht, hat er alle Möglichkeiten. Zumindest wenn der Borsig und der Udes jetzt anfangen zu drücken, dann macht er die ohne Probleme auf und kann die rausnehmen. Wobei wir immer noch eine Artillerie haben. Also gewinnen wird er das Gefecht zu diesem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich nicht mehr. Aber er kann natürlich noch einiges an Schaden machen. Beziehungsweise den ein oder anderen Kill. Der Borsig trifft den S1 jetzt. Der Udes macht ihn auf. Er hat noch genug Hitpoints, um sich auf dieses Gefecht auf diesen Kampf einzulassen. Er kann ihn am Ende nicht rausnehmen. Die Arti macht es.
und damit gewinnen wir diese Runde. Ja, am Anfang gut gespielt, die richtigen Entscheidungen getroffen, auch durch den Spotting vom Cromwell haben wir gewusst, dass wir keine Gefahr über die Heavy Lane erstmal haben, sondern das Hauptgefecht quasi in der Mitte bei EF6 stattfindet. Dort haben wir unser Team ganz gut unterstützt, haben uns auch auf die wichtigen Ziele fokussiert, haben also erst den Defender rausgenommen, dann den Versuch des Flankenmanövers vom VK behindert und uns dann um den Emil und den T28 gekümmert. Am Ende gibt es noch die Auswertung von dieser Runde. Wenn es euch gefallen hat und wenn es euch geholfen hat, lasst sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinungen zu den Fehlern in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.